In unserem Restaurant bin ich das Gesicht und ich die Hände. Ich bin in der Küche und meine Welt ist der Service. Und gemeinsam haben wir den Wintergarten wachgeküsst. Ursprünglich war meine Welt ja mal eine ganz andere. Ich habe Theaterwissenschaft studiert. Naja, da muss man irgendwann das Konto sanieren und deswegen bin ich in der Gastronomie gelandet. Und jetzt leite ich ein Restaurant. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für dich. Nein, natürlich nicht. Das erfreut mich aber sehr. Ja, und ich habe eine klassische Kochausbildung gemacht, war Wanderjahre in Österreich unterwegs und jetzt bin ich in Graz gelandet. Und das ist ja wunderbar so. Bei uns ist eigentlich alles ein bisschen anders. Die Gäste sollen einen locker, legeren Abend verbringen und einfach ihren Spaß haben und es geht halt nicht so steif zu. Ja, das sehe ich ja aus der Küche aus, also wenn die Anna auf ihrer Bühne unterwegs ist, wie ein Wirbelwind und die Gäste unterhält. Es macht einfach Spaß zum Zuschauen. Aber auch die Küche ist einfach was anderes. Der Manuel macht aus unterschiedlichen Zutaten einfach immer was Besonderes, immer neue Gerichte, immer spannende Kreationen, immer was Besonderes einfach. Ja, und das kommt auch deswegen, weil wir so viel Wert auf den Einkauf legen. Wie zum Beispiel, wir gehen auf den Markt Gemüse kaufen, wir bauen unsere Kräuter auf der Tochterrasse an und wir kaufen auch einen Wildfangfisch. Ja, und unser Restaurant sollte eigentlich einfach eine Sehenswürdigkeit werden in Graz. Für alle Genussmenschen, für alle, die gern essen gehen. Jeder muss einmal da gewesen sein. Ja, und deswegen lade ich Sie, liebe Zuschauer, auf eine Entdeckungsreise durch meine Küche ein. Voten Sie mit! Wählen Sie den Super-Nachfolger, klicken Sie followme.nachfolgen.at und bestimmen Sie mit, welcher steirischer Nachfolgebetrieb den Follow Me Award gewinnt. followme.nachfolgen.at. Gewinnchance inklusive.